Hallo, ich bin Thomas Krüger. Heute möchte ich euch meinen neuen Thriller vorstellen, Verheißung des Todes. Hauptcharaktere sind die alleinerziehende Mutter Julia Jenning, die LKA-Kommissarin Katrin Jäger und der paragraphentreue Kommissar Alexander Röber. Zunächst noch getrennte Wege gehend, kreuzen sich alsbald die Pfade unserer drei Helden. Und sie müssen sich ihrer skrupellosen Gegner erwehren. Die Szene, die ich jetzt vorlesen werde, spielt in einem Verhörraum im Polizeipräsidium in Frankfurt. Aufmerksam beobachtete Katrin den Mann. In seinem Kopf schienen sich die Gedanken zu jagen. Verstand er den Ernst der Lage? Würde er gestehen? Ein Klopfen, die Tür öffnete sich. Ein Polizeibeamter betrat den Raum. Verdammte Scheiße, fluchte Katrin. Sie hatte den Verdächtigen, wo sie ihn haben wollte. Jetzt diese abrupte Unterbrechung. Der Beamte eilte zu ihr, beugte sich vor, flüsterte ihr ins Ohr. Ihr Chef versucht sie zu erreichen. Sie müssen ihn unbedingt zurückrufen. Gruber? Rasch zog sie ihr Handy aus der Hosentasche. Sie hatte das Gerät auf lautlos gestellt. Drei entgangene Anrufe, mehrere Chatnachrichten. Ihr Chef schien ein dringendes Anliegen zu haben. Okay, grummelte Katrin. Sie sah zu dem Verdächtigen, meinte gereizt, Sie warten hier, wir sind noch nicht fertig. Der Mann schwieg, blickte angespannt. Entschuldigen Sie mich bitte einen Moment, wandte sie sich an den Kommissar. Daraufhin verließ Katrin den Raum, suchte sich eine ruhige Nische im Korridor. Sie spürte ihren Pulsrasen. Eine schlimme Ahnung beschlich sie. Über die Kontakte wählte sie die Nummer ihres Chefs. Endlich, Katrin, begann Gruber. Ist etwas passiert? Fragte Katrin. Vor einer halben Stunde wurde in der Wiesbadener Innenstadt ein US-General auf offener Straße erschossen. Die beiden Täter sind mit einem Motorrad geflüchtet. Katrin stockte, spürte, wie sich ihr Herzschlag beschleunigte. Ein erneuter Mordanschlag auf einen amerikanischen Soldaten. Was bedeutete das? Der Mord stellte die Geschehnisse in einen völlig neuen Zusammenhang. Katrin musste von einem kriminellen Netzwerk ausgehen, das noch immer aktiv war. Was war das Motiv für den Mord an den Soldaten? Welcher Zusammenhang bestand zu dem toten NASA-Wissenschaftler? Gruber fuhr fort. Das BKA hat die Ermittlungen übernommen. Katrin überlegte. Es muss einen Zusammenhang mit dem Anschlag auf der B-42 geben. Sorry, Chef, ich muss jetzt weitermachen mit dem Verhör. Aber ich werde es so schnell wie möglich beenden. Trotz der dramatischen Entwicklung wollte sie das Momentum mit dem Beschuldigten nicht verlieren. Vielleicht hat ihr Bluff gewirkt und der Mann würde sich geständig zeigen. Katrin beendete das Telefonat. Mit langsamen Schritten bewegte sie sich voran. Sie überdachte ihre Taktik, um den Beschuldigten zum Reden zu bringen. Ein Polizeibeamter kreuzte ihren Weg. Er trug ein Tablett mit mehreren Kaffeetassen in den Händen. Hat der Kommissar wegen der Wartezeit eine Erfrischung geordert? Überlegte Katrin. Es hatte den Anschein. Mit welchen Mitteln konnte sie den Beschuldigten weiter unter Druck setzen? Sie brauchte Antworten, schnellstmöglich. Katrin wollte nach Wiesbaden zum Tatort, um sich persönlich ein Bild von den Ereignissen zu machen. Sie beschleunigte ihre Schritte. Tumult kam in dem Raum auf. Schüsse krachten, Schreie hallten. Instinktiv zog Katrin ihre Pistole. Sie sah den Kommissar zu Boden sinken, ein Schuss in der Brust. Halt! Schrie Katrin. Der vermeintliche Polizist erschien in der Türöffnung. Ein Attentäter. Seine Waffe zielte auf Katrin. Sie schaute direkt in die Mündung des Laufs. Die Augen des Mannes verengten sich. Katrin krümmte den Zeigefinger, schoss. Einmal, zweimal. Sie sah das Mündungsfeuer ihres Gegners aufblitzen. Der Attentäter schoss in derselben Sekunde. Reflexartig ließ Katrin sich fallen. Ein Schmerz zuckte durch ihren Kopf. Brannte wie Feuer. Der Typ hat mich getroffen, realisierte sie. Dunkle Schleier tanzten vor ihren Augen.
Sie sah noch, wie der Mann getroffen zusammenbrach. Dann verlor sie das Bewusstsein. Dunkelheit. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich habe euch neugierig gemacht für meinen neuen Roman. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal.